Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und wie ihr am Titel schon gelesen habt, könnte es so sein, dass Season 18 endlich nach harten Wochen, wir sind fast bei 3, wieder spielbar wird. Denn es ist tatsächlich was passiert. Beziehungsweise es wird auch noch was passieren. Und es geht mal wieder um das allumfassende Thema Matchmaking in Season 18. Und jetzt werden natürlich die ganzen Hater wieder ankommen. Ja, heul mal nicht so rum, das Matchmaking ist voll okay, bla bla bla. Ja, offenbar sehen das tausende andere Leute auf Reddit genauso wie ich. Weil die auch sagen, das Matchmaking ist nicht okay. Und auch unter dem Video, wo ich das Gewinnspiel verlost habe, haben auch... Und ich meine, man kann es ja hochrechnen, weil... Ja, ne? Es haben unter dem Gewinnspielvideo 2000 Leute ihre Meinung zu der aktuellen Season kundgegeben. Und ungefähr 90% davon war tatsächlich sehr, sehr negativ. Und die anderen 10% waren positiv. Und ja, das meiste, was negativ angekreidet wurde, war das Matchmaking für Casuals. Das Spiel, wenn man einfach nur casual ein bisschen zocken, ohne viel schwitzen zu müssen. Und das ist aktuell in Season 18 definitiv nicht möglich. Und ja, das Problem betrifft uns quasi alle, nicht alle, weil es gibt ja die beliebten Leute, die meinen, sie wissen es besser, aber der Großteil, 90% ungefähr, hat halt einfach nur mal die Überhand. Und das hat sich jetzt auch tatsächlich, ja, bemerkbar gemacht. Wir haben mehr oder weniger ungewollt so eine Petition, könnte man fast schon sagen, losgetreten, weil, ja, natürlich auch auf Reddit kursieren massive Diskussionen, massive Kommentare bezüglich dem Matchmaking in Season 18. Und ja, das knallt schon ganz schön rein. Und ich sag mal so, gerade auf Reddit, weil ich meine, die Entwickler haben keine Zeit oder die Leute bei Respawn oder EA haben keine Zeit, sich tausende Videos anzuschauen, wo über das Matchmaking geredet wird. Aber auf Reddit das kurz mal runterzulesen, das machen sie ganz gerne. Und auf Reddit darfst du ja so fast alles deiner Meinung preisgeben und ja, da wird auch einiges gehandhabt und dort wird am meisten, sage ich mal, kommuniziert, vor allem in dem Apex Legends Thread. Und ja, da ist tatsächlich eine Diskussion aufgetaucht über das Matchmaking und das Ranked-System diese Season. Ich lese einfach mal vor. 2 Wochen in Season 18, Pubs, Matchmaking und Ranked waren ein riesengroßes Topic, also ein riesengroßes Thema. Dieser Post ist so lange gepinnt bis Ende der Woche, um die Diskussionen auf dieses Thema zu konzentrieren. Matchmaking. So, da extrem viele Posts über das Pubs Matchmaking in dem Thread erschienen sind. Bitte postet eure Gedanken und Meinungen und konstruktive Vorschläge und jegliche Informationen bzw. Daten hier unter diesem Thread und diskutiert mit den anderen. Ist auf jeden Fall schon mal eine absolut feine Sache, weil dadurch werden sozusagen alle Meinungen diesbezüglich in diesem Post bzw. unter diesem Post gesammelt. Und allein, dass dieser Post eine Woche lang gepinnt bleibt, also ganz oben steht im Apex Legends Thread, sagt einfach allein schon aus, dass dieses Thema wirklich riesen groß ist. Außerdem soll man auch noch die Ranked Experience in Season 18 ein bisschen bewerten und auch das Feedback darunter unter diesem Post da lassen. Bezügliche oder Schwerpunkte Ranked Matchmaking, also Teammates und Gegner, mit denen du gematcht wirst, dann das Ranked Scoring, also auch die Bonusse, also wie gut steigst du auf, wie ist die Performance bezüglich Placement und Kills, die Bonusse, die du dafür bekommst und so weiter. Wie gut kommen die Ringveränderungen an, dass die Zone schneller closed und so weiter. Und natürlich auch generelle Comments, also Kommentare über die Transparenz des Rank-Systems und wie sich das neue System halt so anfühlt. Ja, dazu
sollten die Leute unter dem Thread sozusagen alle Meinungen sammeln und ja, wie gesagt, dass der Thread ganz oben gepinnt ist, glaube ich, spricht für sich. Außerdem haben, und der Thread ist witzigerweise vor einem Tag erschienen, das muss man sich mal geben, und es haben jetzt schon 300 konstruktive Kommentare ihren Platz gefunden, um darüber zu diskutieren. Und natürlich Tendenz steigend, weil es bleibt ja noch die ganze Woche angepinnt, wenn man so möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da am Ende mit über, keine Ahnung, 1000, 1500 Kommentaren aus der ganzen Sache rausgehen, was auch einfach gut ist. Das heißt einfach, yo, 1500 Leute machen sich die Mühe, einen ausführlichen Kommentar zu schreiben. Also kann man ungefähr, man sagt immer so grob überschlagsmäßig, jeder Hundertste schreibt einen Kommentar. Also man kann das quasi hochrechnen, dass schon mal 150.000 Leute dann sich zumindest darüber mal Gedanken gemacht haben, und das ist dann schon auf jeden Fall mal eine Ansage. Und das wird auf jeden Fall auch bedeuten, okay, ja, es sollte tatsächlich was passieren. Und das wird es aber auch, weil unter diesem Thread hat jemand kommentiert, beziehungsweise eine Gruppe kommentiert, die bei solchen Themen normalerweise nie kommentiert. Und zwar einer der Respawn Developer, also einer der Entwickler, die aktiv an Apex Legends mitprogrammieren. Und es wurde ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal über das Matchmaking diskutiert. Und ja, das hat die Entwickler, sagen wir es wie es ist, quasi gar nicht interessiert, weil die wussten, okay, das Matchmaking ist in Ordnung. So ungefähr jedes zehnte Game gewinnt man. Also so war die Statistik bei mir früher, ungefähr jedes zehnte bis zwanzigste Game habe ich gewonnen. Und das war auch völlig okay. Damit bin ich absolut fein. Kleiner Spoiler, ich habe in der Season nach, ich glaube, über 250 Games noch immer keins gewonnen, obwohl ich in jede Runde reingesweatet habe wie ein Verrückter, aber ist ja normal diese Season, und ihr werdet auch diesen Satz so ziemlich bei euch nachvollziehen können. Deswegen, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Developer hat es immer recht wenig gekümmert, weil sie kein akutes Problem im Matchmaking gesehen haben. Ja, jetzt wurde Ranked diese Season ja krass überarbeitet, und vor allem auch das Ranked Matchmaking wurde krass überarbeitet. Und ja, das hat sich tatsächlich, warum auch immer, wir wissen es nicht, wie das Ganze zusammenhängt, hat sich das Ganze auf das PUBG Matchmaking krass ausgewirkt. Und die Gegnerverteilung ist nur noch bodenlos. Ich habe, glaube ich, die Season noch keinen Champion gesehen, der nicht Master oder Predator war. Hm, interessant. Aber ist ja auch egal, denn die Tatsache, dass ein Developer ziemlich viel unter dem Thread gecommentet hat, spricht halt dafür, okay, die Entwickler haben verstanden, dass es ein großes, großes Thema diese Season ist und dass sie sich auch definitiv darum kümmern werden. Das war, wie gesagt, in der Vergangenheit nie so. Und die Entwickler haben auch immer nur dort kommentiert, wo wirklich aktive Baustellen vorherrschten. Was heißt, ja, die Entwickler haben es quasi zu einer aktiven Baustelle gemacht. Und da können jetzt die ganzen Hater herkommen und kommentieren, dass man rumheult. Dadurch würdet ihr die Apex-Entwickler als Rumheuler bezeichnen. Und das zeigt einfach mal wieder, ja, rumheulen funktioniert. Denn wenn halt mal 90% der Community rumheulen, dann, ja, ist halt 90% der Spieler betroffen. Die Entwickler interessieren sich nicht für euch 10%. Das ist denen sowas von scheißegal. Die Masse macht die Spielerzahl aus und nicht 10% von der Masse. Also, wir 90%. Glückwunsch an alle, die quasi auf meiner bzw. unserer Seite waren. Wir haben was bewirkt. Ein Developer hat sich das Ganze angeschaut, beziehungsweise mehrere, weil der erzählt es natürlich auch seinen Kollegen und so weiter. Und hat da tatsächlich auch ein paar Kommentare drunter gelassen. Und zwar zum Beispiel von dem Respawn Ex-Ginia. Ja, wir hören aktuell konstantes Feedback über das Matchmaking. Und wir schauen Matchmaking in Pubs mit Adleraugen an und beobachten die Situation, damit wir daran was ändern können. Also, jo. Das ist doch auf jeden Fall schon mal eine mega geile Sache, vor allem, weil, wie gesagt, in der Vergangenheit wurde nur unter aktiven Baustellen von Entwicklern kommentiert, und dass ein Entwickler in dem Thread kommentiert, ist tatsächlich überaus selten. Was heißt schon mal, das ist eine sehr, sehr gute Sache, und das bestätigt, dass das ein absolut omnipräsentes Thema ist. Dann hat einer der Respawn-Mitarbeiter auch noch auf eine Frage von einem User geantwortet, und zwar: gibt es einen Unterschied zwischen
Duos und Trios Matchmaking. Und ja, den gibt es. Er hat geschrieben, es tendiert dazu, dass in Duos mehr Sweats am Start sind und mehr Tryhards als in Trios. Was heißt also aktuell, solange bis der Matchmaking-Fix kommt, und der wird definitiv kommen, weil wir verlieren von Tag zu Tag immer mehr Spieler aufgrund des Matchmakings. Ja, also für die, die es irgendwie noch durchhalten wollen, spielt besser Trios als Duos. Und ich finde es auch lustig, dass dieser dass dieser Developer die Spieler als Try-Hard-Player betitelt hat. Aber es trifft es halt einfach am besten. Das muss man einfach ganz klar mal dazu sagen. Ja, er hat noch viele weitere Kommentare dagelassen, wo er einfach gesagt hat, yo, Leute, wir arbeiten gerade daran. Spammt uns nicht mit 1000 Kommentaren voll, dass alles scheiße ist, sondern wir machen schon was. Wir lesen das alles, wir kriegen das alles mit und wir werden definitiv daran arbeiten. Vor allem, weil dann einer der User tatsächlich einen sehr, sehr interessanten Kommentar gepostet hat. Und zwar, ja, ein Kommentar über die Spielerzahlen bzw. den Spielerzuwachs, aber auch Verlust dieser Season. Und im Vergleich zur letzten Season, im Vergleich zur Season vorher, ich habe ja auch in einem der letzten Videos auch schon mal diese Grafik geteilt. Und ja, wir haben tatsächlich zu Season 18, natürlich wie es am jeden Anfang der Season ist, wieder einen Spieler Max Point erreicht. Und dann schwindet das Ganze wieder so mit dieser Kurve, das ist ja normal. Aber im Vergleich zu den letzten Seasons haben wir massiv, massiv Spieler verloren. Und ja, er schreibt nur dazu, jo, die müssen wirklich das Matchmaking fixen oder es komplett entfernen, was meiner Meinung nach immer noch die beste Lösung wäre, weil ich meine, Matchmaking Ranked ist eine absolut berechtigte Sache, muss irgendwo da sein, ist notwendig. Aber gerade in Pubs solltest du einfach alle Spieler zusammenwürfeln und das würde auch die fairsten Lobbys ergeben, weil sagen wir es wie es ist, 90% der Communities sind halt nun mal Casuals, die einfach aus Spaß und der Freude spielen. Manche sind besser, manche sind schlechter, aber das würde ein ziemlich ausgeglichenes Matchmaking ergeben und es wären auch ziemlich faire Lobbys und ziemlich faire Gegner. Klar ist ab und zu mal der Hardcore-Tryhard-Sweat dabei, aber den kümmert halt keiner. Mein Gott, so, das ist halt eine viel, viel bessere Lösung als das, was wir aktuell haben, dass du halt nur noch gegen Tryhard-Player spielst. Und auch da, es ist ja bestätigt, oder der Developer hat mit seinem Kommentar auch bestätigt, yo Brudi, wir wissen, dass was schief gelaufen ist und wir entschuldigen uns dafür und sehen die Auswirkungen selber, weil wir immer mehr Spieler verlieren. Also er sagt quasi aktiv, yo, wir haben einfach was verkackt. Wir haben das Matchmaking einfach verkackt und man wird tatsächlich einfach mit, wie er es bezeichnet, Tryhard-Spielern gematchmaked und die normalen Casuals, die verschwinden quasi einfach. Die sind sozusagen nicht mehr da und auch das kann man tatsächlich ganz gut beobachten, weil auch unter dem Video, wo wir darüber diskutiert haben, habt ihr auch einige Kommentare dazu dagelassen, wo ihr gesagt habt, yo, ich warte teilweise als neuer Spieler über 10 Minuten auf ein Match. Und dann heißt es halt einfach auch da, yo, die normalen Casuals-Spieler, die halt nicht so gut sind, die, ja, werden quasi in keine Lobbys gesteckt, weil sie in die Lobbys wirklich nicht reinpassen, so nach dem Motto. Und wenn sie nach 10 Minuten Match finden, ist es dann auch voller Master und Predator. Also yo, die haben was am Matchmaking verkackt, sind sich dessen bewusst und arbeiten dran, was auf jeden Fall gut ist, weil natürlich, ich habe es ja auch gesagt, umso mehr Leute sich darüber aufregen, desto schneller wird es denen bewusst und auch umso mehr Spieler sie verlieren, desto schneller müssen sie handeln. Was heißt also, wir können mit einem Matchmaking-Fix sogar noch diese Season rechnen und ich denke, dass das einige Spieler wieder zurückholen wird. Und die Tatsache, auch da nochmal, dass riesengroße Apex-YouTuber über diese Problematik reden, heißt einfach, ganz ehrlich, ihr Hater, ihr könnt nicht mal, ich bin da dann mittlerweile einfach am Kommentare blockieren und löschen, weil es mir einfach auf die Eier geht, weil die einfach da, ja, so nach dem Motto, einfach ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Ich kenne da mittlerweile einfach gar nichts mehr. Ihr werdet blockiert, braucht ihr euch gar nicht die Mühe machen. Lasst es einfach bleiben. Wir sind 90% der Community. Wir sind nun mal der größere Teil und zwar ums Neunfache. Also wir haben recht, ihr braucht euch echt nicht die Mühe machen. Es lohnt sich einfach nicht. Und jetzt, wo selbst die Entwickler sagen, yo Brudi, wir haben ein Problem. Wir wissen davon. Wir wissen, dass wir es ein bisschen verkackt haben. Wir arbeiten daran.
ihr könnt mich einfach mal. Und wie gesagt, riesengroße Apex-YouTuber. Ich, der größte im deutschsprachigen Raum, aber halt auch im internationalen Raum. Die riesengroßen Big Player wie Garrett oder der Gaming Merchant oder Forden Smash. Ich könnte jetzt noch 5000 weitere nennen. Unter anderem auch Fate und Lemonhead haben sich zu der Matchmaking-Problematik tatsächlich schon ausgesprochen. Selbst die sagen, yo, das, was in Season 15 verkackt wurde, kann es nicht sein. Das ist selbst für die absolut bodenlos. Und ja, wenn so viele relevante Stimmen schreien, dann wird an der Sache doch irgendwas dran sein, ne? Ja, so ist es auch. Und es wird, wie gesagt, aktiv daran gearbeitet. Wir können uns darauf verlassen. Ich gehe davon aus, dass sogar diese Season in den nächsten paar Wochen vielleicht sogar noch ein Matchmaking-Fix kommen wird. Die Frage ist halt, ist der zu spät? Weil natürlich, die Spiele haben wir schon verloren. Und die Frage ist halt, werden wir durch den Fix die ganzen Spieler wieder zurückbekommen? Das ist die große Frage der Fragen. Wir wissen es nicht, wir werden es erfahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich drauf, dass Apex Legends dann endlich wieder spielbar sein wird. Wahrscheinlich sogar diese Season noch. Und ja, mit dem Engine-Update nächste Season wird sowieso einiges passieren. Ich bin froh drum, dann kann man endlich wieder ein paar geile Games, ein bisschen casual zocken. Und ja, das ist eine feine Sache. Leute, haltet durch. Es wird was passieren. Die Respawn-Mitarbeiter wissen davon. Sie haben es auch schon bestätigt, dass sie daran arbeiten. Also, es wird was passieren. Und Apex Legends wird in den nächsten Wochen wieder normal spielbar sein, so wie wir es eben gewohnt waren. Leute, nächste Season verschwinden dann sogar noch die Rank-Trails. Also, alles entspannt. Macht euch keinen Kopf. Die Casuals werden wieder Spaß haben. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr das Ganze supportet, unbedingt positiv bewerten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.